Ja, willkommen zum nächsten Modul, die Ergebnisse darstellen. Und in der Episode 1 wollen wir uns heute mit dem Thema Prüfungen vorbereiten beschäftigen. Was kann man jetzt für Werkzeuge nutzen? Also ich würde mal sagen, das mit interessanteste sind die sogenannten Combo-Cards. Da steht schon, die Macher sagen, das beste Lernprogramm der Welt, kostenlos. Naja, okay, also man kann dort Karteikarten schreiben und da gibt es einen bestimmten Algorithmus, der Ihnen dabei hilft, die richtigen Wiederholfrequenzen zu machen. Sie sehen schon, man kann Formeln, Bilder, Tabellen, man kann relativ viel hineintun. Das ist im Endeffekt einfache Karteikarten. Das Interessante bei Combo Cards ist, dass man das auch sich nicht nur selbst überprüfen kann, sondern auch gemeinsam lernen kann. Das will ich Ihnen ganz kurz mal zeigen. Hier haben wir Combo Cards und Combo Cards hat hier so ein mehrere Lernvideos und hier schauen wir uns das einfach mal an, wie das gemeinsam Lernen funktioniert. Gemeinsam lernen kann man dann halt, wenn einer meiner Freunde online ist, der mit mir diesen Kartensatz bearbeitet. Ich gehe mal auf Freunde. Ah, der Tom ist online und mit mir macht der Englisch. Das ist super. Dann gehe ich nämlich jetzt auf Lernen und frage den Tom, ob der mich nicht abfragen will. Hier, gemeinsam lernen. Oh, ich muss noch auswählen. Was? Diese drei Fragen. Und los geht's. Jetzt kann ich Tom entweder anrufen über das normale Telefon oder ich kann über Skype ihn anrufen. Und denn dann macht es halt wirklich Spaß, weil es gibt zwar Chat, aber damit funktioniert das nicht so ganz. Jetzt muss ich so lange warten, bis der Tom eben halt die Einladung annimmt. Der Tom ist auch gerade online und der nimmt jetzt diese Einladung an und sagt, los geht's. So, jetzt sag ich sehe jetzt natürlich hier nur die Frage. Und der Tom sieht bei sich die Frage und die Antwort. Jetzt sage ich dem Tom, okay, Leben heißt to live. Und der Tom auf der anderen Seite sagt, ja, das ist richtig und sagt dann, bewertet das dann auch. Das sehe ich dann auch bei mir, dass ich das hier gewusst habe. Super. Jetzt sehe ich hier schreiben, also to write. Bei der Tom sieht das halt bei sich auch und über Skype sage ich ihm dann, ja, das heißt to write. Okay. Und der Tom bewertet das und der sagt dann, ja, das war gewusst. Und dann geht es weiter mit der dritten Frage, schlafen. Das heißt irgendwas mit Schlie oder wie, boah, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, da sagt der Tom, ja, nee, das musst du doch mal machen, das war nicht gewusst. Und ja, damit ist dann diese Lernsession zu Ende. Und so habe ich mit dem Tom gelernt und konnte mich gemeinsam mit ihm auf meine Prüfung vorbereiten. Okay, jetzt haben wir gesehen, das ist eine relativ einfache Möglichkeit, auch gemeinsam sich abzufragen. Jetzt werden Sie natürlich sich zu Recht fragen, meine Güte, das hätte man doch eigentlich auch ganz schön, da kann man sich doch zusammensetzen und das machen. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Der Vorteil hier ist, dass man tatsächlich so Kartensätze natürlich gemeinsam erstellen kann. Das heißt, man kann eine Lerngruppe machen. Man könnte sich sogar vorstellen, dass alle Teilnehmer einer Vorlesung solche Combo-Cards erstellen und die miteinander austauschen. Das Schöne ist, aber Sie können sich, man muss ja auch nicht per Skype sich abfragen, wobei das natürlich schon eine ganz nette Möglichkeit ist, wenn man einfach ja, sonst keine Möglichkeit hat, sich mit den Lernpartnern zu treffen, oder man sagt halt einfach, okay, heute Abend, jeden Abend machen wir eine halbe Stunde so eine Session. Aber auch natürlich an der Uni können Sie sich zusammensetzen und mit dem Rechner, wo Sie Zugriff dann auf diese ganzen vielen Karten haben, sich gegenseitig abfragen. Da brauchen Sie gar kein Skype, sondern die zeigen sich einfach nur die Karten gegenseitig und nutzen das zum Wiederholen. Okay, die Quelle von heute und ansonsten schauen Sie auf die Links, die auf der Seite hier unten weiter dargestellt sind. Viel Spaß, wollte ich fast sagen, beim Auswendiglernen. Ich denke, dass auf alle Fälle die Karteikarten, wenn Sie Dinge auswendig lernen müssen, in einer Lerngruppe ganz effizient sein können. Und auch für alle Leute, die Vokabeln trainieren wollen, zum Beispiel, ist das eine gute Möglichkeit.